Hallo zusammen. Heute schauen wir wieder auf das Horoskop und zwar ab Montag, dem 2.9. die ganze Woche hindurch. Ich zeige euch, was die Radix alles so hergibt. Ihr seht, Yin und Yang haben sich diesmal abgewechselt. Waren wir im August noch sehr auf der Yang-Seite, sind wir jetzt eher so auf der Yin-Seite. Wir haben auch das Erdelement sehr stark und hier unten haben wir die Quadrantenverteilung mit den Wasserzeichen. Auch sehr schön. Besonderes Augenmerk bitte drauf, wir haben die langen grünen Denkaspekte. Das heißt so Lernaspekt, Denkaspekt, das sind so Gedanken, die uns durch die Köpfe gehen. Wir haben hier den Neptun, der zusammen mit dem Mars erst denken, dann handeln. Der Mars macht es ja immer sehr gerne andersrum. Und wir haben hier den Mond, unsere emotionale Seite mit unserem Helfersyndrom. Also das finde ich jetzt nicht so spannend, aber hier der Mars mit dem Pluto zusammen, dass die beiden harmonisieren, das kann ich mir schon vorstellen, weil der Pluto sagt halt auch mal, jetzt will ich, jetzt kann ich Gas geben und denk aber nach, bevor du was tust. Und das bleibt uns auch. Hier haben wir ein kleines Talentdreieck und das kleine Talentdreieck ist im kleinen Arbeitshaus, im Helfersyndrom. Also passt da auf, dass ihr nicht schaut, was kann ich den anderen Gutes tun, sondern kann ich meine Arbeit selber erledigen und muss den anderen nicht unbedingt weiterhelfen. Hier bleibt es die ganze Woche. Ihr seht es zwischen Mars und Pluto, dieses Erstdenken, dann Handeln, dieses erst durchatmen. Bleibt dabei. Lasst es nicht zu, dass sich das ändert, denn hier haben wir irrsinnig viel rote Energie. Wir haben hier sogar eine Opposition zwischen der Sonne und dem Saturn, sprich die beiden streiten miteinander. Eine Opposition ist wirklich dieses Gegensätzliche. Die Sonne ist unser Planetenherrscher. Das heißt, das Kreative, das Schöne, das Tolle, das Ich-Bewusstsein gegen den Saturn, der dann wirklich immer so denkt, reich ich? Kann ich? Kann ich das? Will ich das? Wie ziehe ich das am besten durch? Der Saturn denkt erst nach, und zwar sehr, sehr lange, bevor er irgendwas tut. Und die Sonne steht bei euch im Arbeitshaus. Das heißt, es könnte richtig flutschen, wenn ihr euch von dieser Energie nicht einfach überfahren lasst. Und das ist gegen Ende der Woche. Ihr seht das hier oben rechts in der Ecke. Freitag, 6.9. Und ich bin jetzt neugierig. Ja, das bleibt auch übers Wochenende so. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.